Hallo Leute und willkommen zum bereits dritten Bauvideo hier vom Alien Xenomorph. Da hinten liegen die bisherigen Fortschritte, einmal das Plateau, wo er draufkommt, und der noch etwas kopflose Alien-Torso, aber das werden wir heute ändern, denn wir sind auf Seite 107 und bauen heute den Kopf. Hier sieht man die ganzen Einzelteile. Das wird wieder ein etwas kleinerer Bauabschnitt. Hier der Torso, das war mit der größte gewesen bisher. Aber das hier wird, ja, ich denke mal, in einer Stunde, anderthalb auch gut erledigt sein. Und dann bin ich gespannt, wie das hier aussieht, inklusive Alien-Sabber. Los geht's! Genau hier auf Seite 116 ist ein guter Zeitpunkt, um mal kurz innezuhalten und zu schauen, was jetzt hier schon gebaut wurde vom Kopf, bevor hier diverse Teile zusammengefügt werden. So sieht er nun aus. Das ist jetzt der, ja, Grundkorpus und man kann jetzt eben die Größe schon schön sehen. Die Grundform, die ist schon vorhanden und es wurde schon so einiges verbaut, wobei ich jetzt noch nicht genau weiß, wo hier vorne und hinten sein soll. Man sieht, man hat hier viel mit solchen Abdeckungen, mit solchen Slopes und abgewinkelten Teilen gearbeitet, um eben diese, ja, typische Alien-Kopfform hinzubekommen. Und auch hier haben die Designer wieder mal so gebaut, dass man stellenweise keine Ahnung hat, was das werden soll oder wieso, weshalb, warum. Speziell hier drunter, da wurde was verbaut, das ist jetzt nicht mehr zu sehen. Es hat eigentlich gar keinen Hintergrund mehr, warum das so gebaut wurde. Und es hat auch keine Funktion, aber naja, die bauen halt echt manchmal hier auf eine ganz eigenartige Art und Weise. Jetzt haben wir hier nochmal, um es organisch aussehen zu lassen, so einen Schlauch reingesetzt. Und obwohl hier mal wieder, ja, abzumessen ist 1:1, wie lang das sein soll und wie lang der Schlauch tatsächlich ist. Hier gibt es noch so einen zweiten. Man sieht, der ist wieder einen Hauch, so kann man sehen, einen Hauch länger, als er eigentlich sein sollte. Ich habe es trotzdem mal so versucht, aber der steht hier seitlich doch ein wenig zu weit weg. Das Teil kommt dann anschließend noch hier an den Kopf dran. Ja, lasst mich kurz schauen. So, ich mache es mal provisorisch so dran. Und das wird dann eben die Seitenpartie des Aliens werden, des Alien-Kopfes. Und soweit lässt sich alles gut bauen. Wie gesagt, die Nagelschere werde ich jetzt gleich nochmal hier zücken und ein, zwei Ringe davon wegschneiden. Und dann kann es weitergehen mit unserem Alien-Kopf. Und hier kommt dann jetzt, ja, die zweite Seite, damit hier nicht nur die eine, sondern natürlich auch die zweite verkleidet ist. Und jetzt spicken wir mal schnell. Wie viel haben wir denn dann noch übrig? Doch, es geht noch ein Stückchen. Es geht noch ein Stückchen. Länger als ich dachte. Meine Güte, wie viel kommt denn da noch? Also, da kommt noch einiges. Das ist ein kurzer Überblick über die Teile, die jetzt hier noch gerade übrig sind. Weiter geht's. Und da ist er fertig, der Alien-Kopf. Und auch das ist mal wieder ein richtig geiles Teil. Ist klasse geworden, finde ich. Mächtig groß auch, wenn man das mal hier mit dem Korpus vergleicht. Ja, also ist schon fast genauso lang wie der Körper. Klar, der Alien, der hat einen langen Kopf, das wissen wir. Schauen wir uns das Ganze mal rundherum an. Einmal die Draufsicht. So sieht er aus. Augen gibt es natürlich keine. Aber die Form, die ist ganz gut getroffen. Dann die Seitenansicht hier mit dem Maul und den Zähnen. Das ist richtig klasse. Schaut mal her. Das finde ich ist echt gut geworden. Hier mit jeweils zwei Reihen Zähnen. Einmal hier auf der Unterseite, einmal hier auf der Oberseite. Und natürlich nochmal das extra Zungenmaul, das er hier rausschießen kann. Inklusive Sabber und Speichel, der da dran hängt. Was hier diese Transparenzsteine dann darstellen sollen. Und ihr seht, man kann es auch ein bisschen verstellen. Hier unten den Kiefer, den kann man nicht mehr verstellen. Der wird zwar hier unten eingehakt, man kann es, lasst mich mal schauen, nee, man kann es eigentlich nicht mehr genau erkennen. Irgendwo da unten geht das dann mit so einer C-Clamp in so eine Stange rein, damit hier dieser Winkel geschaffen wird, aber bewegen lässt sich der nicht mehr. Dafür ist zu viel rundherum verbaut. Hier unten haben wir einmal die Aufnahme. Damit kommt das später mal, denke ich, hier auf den Körper drauf. Das ist wieder so ein Gelenk, das sich in verschiedenen Stufen einstellen lässt und einrastet.
wirkt stabil und solide. Hier die seitlichen Schläuche, die ich euch schon gezeigt habe, die habe ich nochmal eingekürzt, damit die jetzt hier ordentlich anliegen und nicht so, ja, so blöde abstehen. Das sieht da nämlich nicht gut aus. Wiederum habe ich hier eine Reihe oder einen Ring rausgeschnitten mit der Nagelschere. Kein Problem, schnell gemacht, angepasst und dann sieht das hier auch gut aus. Und wir haben hier nochmal so einen Extraschlauch angebracht. Ja, mit dem bin ich ehrlich gesagt nicht so ganz zufrieden, denn der soll eigentlich hier gar nicht so in, ja, hier in so einem Bogen hier wegstehen, sondern eher hier anliegen. Aber dafür ist er zu lang und der ist auch so steif, den kriegt man hier nicht irgendwie in die Form reingebogen und ja, kleinschneiden ist auch nicht. Denn das ist hier alles ein Teil, da kann man nicht mal eben was rausschneiden und wieder zusammenstecken. Nee, das muss man halt so nehmen. Auf der anderen Seite, hier seht ihr es, genau das Gleiche. Also das ist ja nicht ganz so gelungen, gefällt mir nicht ganz so gut. Von hinten wenig spektakulär, da ist nichts zu sehen. Aber von vorne, ja, doch, dem will man doch nachts nicht unbedingt begegnen. Also von vorne sieht er cool aus. Auch hier wieder diese Entenbürzel verbaut als Lippen. Hier einmal, hier oben, hier unten. Und hier haben wir nochmal den Alien Sabber angebracht, verstellbar hier mit so einem Gelenk oder so einem Hinge. Und da ist das einfach nur hier drauf gesteckt worden. Einmal so eine Antenne und ein transparenter Stab und hier noch ein bisschen, ja, extra Sabber. Und dann kann man das so einstellen, dass er je nachdem, wie dann später, denke ich mal, der Kopf eingestellt ist, wenn er ein bisschen mehr nach oben zeigt, dann müsste man es natürlich etwas mehr nach unten stellen. Und wenn er nach unten guckt, kann man es dann so stellen, dass der Speichel auch immer die richtige Flussrichtung hat. Ist ja wichtig, ne? Soll ja alles realistisch werden hier mit dem Alien. Okay, Spaß beiseite. Der Bau war problemlos. Es haben keine Teile gefehlt. Es waren keine falschen Teile dabei. Lediglich die beiden Schläuche hier, die gefallen mir nicht so gut. Ansonsten ist der Kopf echt gut geworden. Ich bin zufrieden. Und dann kann der später hier sicherlich gut auf den Körper drauf kommen. Ich halte es einfach mal hier so dran und man kann dann schon erahnen, ach, das wird ein massiver Kollege. Also ich freue mich schon richtig drauf, A, dass er fertig ist, B, hoffe ich, dass ich noch lange Bauspaß mit habe, weil es wirklich ein interessantes Bauen ist und durchaus auch ein anspruchsvolles Bauen. Denn die Bauanleitung, ich habe es schon mal erwähnt, die ist nicht so kinderleicht wie so eine Lego-Anleitung. Nein, man muss das stellenweise schon ganz genau hinschauen, welche Teile kommen hier wohin. Und manchmal kann man auch kaum erkennen, dass da was angebaut wird und man muss sich das ja selbst erdenken. Also etwas für die anspruchsvolleren Klemmbausteinbauer, aber alles machbar, alles gut. Und das wäre es dann mit dem Alienkopf und als nächstes geht es dann weiter mit dem Bein. Und so soll das Bein aussehen, wenn es fertig ist. Hier liegen die ganzen Teile, die ich dafür brauche und eins konnte ich schon identifizieren. Das hier wird das Schienbein. Hier kann man es sehen. Ja, da sieht man auch schon etwa, wie die Größe dann einzuschätzen ist. Also wird natürlich wieder ein langes Bein werden. Das ist dann Bauschritt 5. Bauschritt 6 ist dann das andere Bein. Bauschritt 7 ist dann der Schwanz. Also so viele sind es gar nicht mehr. Und dann würde ich sagen, lege ich mal los mit unserem Alienbeinchen. Eigentlich war der Plan, das Bein hier komplett zu Ende zu bauen und erst dann euch was zu zeigen, aber hat nicht ganz funktioniert, denn ich habe Probleme. Aber erstmal schauen wir, wie weit wir gekommen sind. Das ist einmal Oberschenkel, Unterschenkel, Alienwade, wieder hier mit solchen Schläuchen verziert, damit das wieder ein bisschen organischer aussieht. Alles gut. Die Schläuche waren natürlich wieder etwas zu lang. Das heißt, ich musste die einkürzen. Ist aber kein Problem. Zwei Ringe rausschneiden und dann hat das hier gut gepasst. Ja, und bis dahin ging auch alles gut, aber dann kam ich an den Bau des Fußes und soweit sieht er aus. Die Krallen sind dran, ein paar Slopes sind dran, sieht soweit ganz nett aus, aber erste Ungereimtheit, die hatte ich hier bei dem Bauschritt gehabt, denn da sollten hier drei von diesen einmal einern mit Seitennoppe dran und dann habe ich hier das Bildchen, einer, zwei und einer geht einmal rumgedreht, dass die Noppe nach hinten geht. Ich habe aber nur die Steine gefunden, das heißt, ich habe jetzt hier seitlich drei Noppen und der hat noch zusätzlich eine hier, die nach hinten rausgeht. Keine Ahnung, ob das ein Problem nachher wird, aber auf jeden Fall eine erste Ungereimtheit. Aber viel schlimmer als das hier ist die nächste Seite, denn da habe ich ein Fehlteil und zwar dieser kleine Technikpin hier, der nur in eine Richtung geht, dass man dann eine Noppe hat, wo man irgendwas dran bauen kann. Ja, der ist definitiv nicht dabei und ich habe auch die besagte Mystery-Tüte mal durchgeschaut.
wo wir beim Unboxing ja nicht wussten, weil kein Bauschritt drauf gedruckt ist, zu welchem Bauschritt der gehört, aber die passenden Teile sind da nicht drin. Also habe ich hier aus meiner Ersatzteilkiste glücklicherweise mir noch so ein Stückchen hier raussuchen können, so dass ich jetzt weiterbauen kann. Also das wollte ich nur mal kurz loswerden. Es gibt ein paar Probleme, ein paar Ungereimtheiten, aber es kann weitergehen. So, ich habe mal eben beide Beine jetzt hier zusammengebaut, beziehungsweise das eine noch nicht so ganz. Da fehlt noch unten die Fußbefestigung, die zeige ich euch noch gleich. Aber eins kann ich euch direkt zeigen. Das hier sind die Teile, die übrig geblieben sind. Ja, zwei von denen hier. Keine Ahnung, wofür die sein sollten. Das andere sind die überschüssigen Schlauchteile, die ich abgeschnitten habe. Und sie waren konstant. Auch hier hat genau das gleiche Teilchen gefehlt, wie auch schon beim ersten Bein. Also Glück für jeden, der eine Ersatzteilkiste hat. Ansonsten hätte man ein kleines Problem, aber na, es wäre nur ein kleines Problem, nämlich die Befestigung von diesem Rundteil. Ich zeige es euch mal. Die hätte dann nämlich nicht funktioniert, denn dieser graue Pin hier, der hat zweimal gefehlt. Aber damit bekommt man es jetzt hier drauf. Und wenn wir gerade hier bei diesem Rundteil sind, das sieht in der Anleitung, also hier jetzt zwar nicht mehr, aber dort, wo man es verbaut, da sieht das Teil anders aus. Und zwar kann man es hier sehen, das sieht hier aus wie so ein kleiner Parabolspiegel, ist aber in Wirklichkeit eine flache Rundfliese. Also ja, ein bisschen kreative Freiheit, also hier flach statt Parabol, hier nix statt einmal Pin. Aber ansonsten hat es ganz gut funktioniert, auch Bein Nummer 2. Und hier unten kann man jetzt wunderbar erkennen, wie das am Bein, also wie der Fuß am Bein befestigt wird mit diesen beiden Kugelköpfen hier, die nämlich dann hier in diese Aufnahmen reingreifen. Und das klappt dann auch nur in einem Winkel. Probieren wir es mal. Ich habe hier den Fuß und wir stecken einmal erst hier den kleinen auf und dann den großen. Und das war's dann schon. Dann ist das Bein auch fertig. Will aber, doch, es bleibt stehen. Wunderbar, da haben wir zwei Alien-Beine selbstständig stehen und die sind ganz cool geworden. Schauen wir mal von ganz hier unten einmal die Krallen. Sehr schön. Und dann eine schöne Verkleidung hier mit diesen abgeschrägten Teilen und den den Slopes, wie das hier unten gebaut wurde. Auch so eine kleine Hacke wurde ihm verpasst mit, ja, ich glaube, das ist ein Stuhl, der hier als Hacke verbaut wurde. Dann natürlich hier hinten diese kleinen Details. Das hier ist noch interessant. Das hier sind die Oberteile, die normalerweise in diese Winkelstücke reinkommen, dass man die hin und her klappen kann. Und hier wurden nur die oberen Teile da rückwärts reingesetzt, um ein wenig mehr ja, Detailgrad mit reinzubekommen. Dann natürlich die Schläuche, die sehen echt gut aus, wenn man sie mal eingekürzt hat. Und das kann man auch insgesamt für die ganzen Beine sagen. Hier oben haben wir nochmal so einen Parabolspiegel, der dort irgendwie über dem Gelenk sitzt. Viele kleine Verzierungen. Also das setzt sich einfach hier fort. Das ist ein ganz tolles Set, wo die ganz viel ja, Hirnschmalz reingesteckt haben, um den Detailgrad einfach zu erhöhen. Und das merkt man beim Bauen. Und das macht auch richtig Spaß. So, also Bein 1. Hier oben sehen wir noch die Aufnahme, wo es nachher an den Torso dann befestigt wird. Und Bein Nummer 2, genau das gleiche in umgekehrt. Wunderbare Sache. Wir sind auf Seite 172 mittlerweile gelandet. Der nächste Bauabschnitt, das wird der Schwanz werden. Aber das schauen wir uns in dem nächsten Video an. Und das wird dann auch gleichzeitig das letzte Video werden, denn anschließend fehlen hier nur noch die beiden Arme. Und dann können wir unseren Alien komplett zusammensetzen. Also schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.